Fliegen wie ein Vogel, ein uralter Menschheitstraum. Am Wochenende wird er wieder wahr. In Oppenau bei Freudenstadt. Dort treffen sich über 100 Flugbegeisterte zu den internationalen Landesmeisterschaften im Gleitschirmfliegen. Weltweit der zweitgrößte Wettbewerb dieser Art. Und da dieser Wettbewerb direkt sozusagen im Himmel ausgetragen wird, hängt natürlich alles vom geeigneten Wetter und der richtigen Thermik ab. Unser fliegender Wetterreporter Michael Kost hat deshalb keine Mühe gescheut, das Wetter heute zum Auftakt hoch droben zu testen. Und er hat dabei so einiges erfahren über Hochs und Tiefs. Das hier, das ist Petra. Und hier kommt Florian. Das Zwischenhoch Petra hat uns in den letzten Tagen eher schönes, aber dafür recht kaltes Wetter beschert. Das Tief Florian, was in den nächsten Tagen kommt, bringt uns zwar Warmluft, man kann es an den Wolken recht gut erkennen, aber dafür wird das Wetter eher bescheiden. Und deshalb haben es die 130 Gleitschirmpiloten in Oppenau heute erstmal ziemlich ruhig angehen lassen. Die brauchen nämlich richtig Sonnenschein. Bei einem grauen Himmel, so wie heute Morgen, liefert die Sonne nicht genügend Energie, damit sich Thermik bildet. Lagebesprechung mit allem, was dazugehört. Ich lese euch den Segelflugwetterbericht vor. Er steht auch vorne im Eingang, habe ich ihn nochmal ausgehängt. Jeden Morgen um 9 Uhr holen sich hier in Oppenau die Gleitschirmflieger ihre Lebensversicherung ab. Wetterbriefing. Ohne dem geht hier niemand an den Start. Und das ist auch wichtig, denn wie die Motorradfahrer sind die Gleitschirmflieger dem Wetter ja direkt ausgesetzt. Und da ist eine gute Wettervorhersage ganz wichtig. Denn heute Nacht gibt es ausgerechnet über dem Schwarzwald dichtere Wolken. Im Ortenaukreis, also genau über Oppenau, zieht sogar Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Bei den BAVÜ Open bekommen die Piloten jeden Tag eine Strecke vorgegeben. Bis zu 100 Kilometer müssen sie fliegen. Bei dem wechselhaften Wetter der nächsten Tage müssen die Organisatoren die Aufgabe ganz genau nach dem Wetter machen. Sie suchen dann nach dem optimalen Wetterfenster. Also wir gehen natürlich von den Wettkampffliegern aus und die sprechen dann immer von einem Wetterfenster, wenn es thermisch auch sehr günstig ist. Sprich, wie jetzt zum Beispiel, wäre ein kleines Wetterfenster für uns, weil die Sonne eben gerade scheint. Mhm. Und dadurch sich mehr Thermik entwickeln kann, mehr Warmluft, die nach oben aufsteigen kann. Mhm. Und das ist halt erwünschenswert für den Wettbewerb. Und deshalb warten wir auf solche Wetterfenster. Okay, dann würde ich sagen, wir nutzen das Wetterfenster und machen uns startbereit. Und für Sie gibt es so lange die Regionalkarten. Ihr Wetter im Land. Auf! Freu mich. Morgen ist von allem was dabei. Am Neckar gibt's Sonne, dichte Wolken, zeitweise Regen und sogar lokale Gewitter. Die Temperaturen milde 18 bis 20 Grad. Und dann darf auch mal der Wetterreporter. Start ins Wetterfenster. Los geht's. Die hohen Wolken hier über dem Schwarzwald lassen natürlich die Sonne und das Sonnenlicht nicht so intensiv auf die Erde scheinen. Folglich kann sich der Boden nicht so gut erhitzen. Und es entsteht keine richtig starke Thermik. Man kann am Drachen sehr gut erkennen, welche Kräfte in der Natur stecken. Und allein so ein bisschen Aufwind, wie der am Fluggerät angreift und es mindestens 10, 12 Meter in wenigen Sekunden in die Höhe treibt, ist ein eindrucksvolles Gefühl. Hallo! Und jetzt versuchen wir eine astreine Landung zu machen. Hopp! Hoppala! Ha! Gut war's! Also, liebe Zuschauer, nehmen Sie die Möglichkeit wahr. Kommen Sie hierher nach Freudenstadt und nach Oppenau zu den BAVÜ Open. Und für Sie gibt es noch die Aussichten für das Pfingstwochenende. An Pfingsten setzt sich das wechselhafte Schauerwetter fort. Täglich sind 5 bis 7 Stunden Sonne möglich. Zwischendurch gibt es jedoch dicke Quellwolken mit Platzregen oder Gewitter. Es bleibt recht mild. Am Himmel über Oppenau im Schwarzwald wird es über Pfingsten schön bunt sein. Dort treffen sich die besten Gleitschirmflieger der Welt zu den offenen baden-württembergischen Meisterschaften, den BAVÜ Open. Dabei kämpfen Athleten aus 5 Nationen bis Montag um verschiedene Landestitel und um Weltcup-Punkte. Zum Start der Air Games in Oppenau fehlte den 145 Teilnehmern noch die richtige Luft in ihren Gleitschirmen. Bei starker Bewölkung kam nicht genügend Thermik auf. Die Gleitschirme brauchen, um nach dem Start Höhe zu gewinnen und eine vorgegebene Strecke abfliegen zu können. So wurde der Eröffnungstag zur Hängepartie. An jedem der 4 Wettkampftage müssen die Teilnehmer eine andere Route mit ihrem Gleitschirm möglichst schnell bewältigen. Die Kontrollpunkte der Strecke werden in einem GPS-Navigationssystem gespeichert, das die Piloten bei sich tragen. Das Gerät zeichnet die geflogene Route auf und misst die Zeit, die die Athleten dafür brauchen.
Statt Wettkampf für die Profis gab es Nervenkitzel für die Schirmherrin der Bavü Open, Ute Vogt. Die parlamentarische Staatssekretärin versuchte sich im Gleitschirm-Tandemflug. Bis Montag haben auch die Zuschauer die Möglichkeit, so dem Erlebnis Gleitschirmfliegen näher zu kommen. Zudem zeigen verschiedene Luftartisten im Rahmenprogramm ihr Können. Die Nachrichten aus Baden-Württemberg. Schönen guten Abend. Die Meldungen vom Sport hat heute Inken Pallas. Guten Abend. Oppenau im Schwarzwald ist ein bekannter Luftkurort. Was liegt da näher, als dort die Bavü Open, die offenen baden-württembergischen Meisterschaften im Gleitschirmfliegen auszutragen? Mehr als 143 Teilnehmer aus 5 Nationen waren bereits seit Freitag in oder besser über Oppenau aktiv. Und alle hatten mit den sehr schwierigen Wetter- und Windbedingungen zu kämpfen. Naja, fast alle. Nur einer nicht. Der 38-jährige Hobbypilot Stefan Schlang aus der Nähe von Stuttgart kam mit den Bedingungen am besten zurecht und ging als Führender in den Schlusstag. Auch heute machte das Wetter in Oppenau Schwierigkeiten. Das Rennen ein Wettlauf gegen den vorhergesagten Regen. 1000 Zuschauer kamen trotzdem zum letzten Bewerb der Bavü Open. Für die 20 Profis, wie Vorjahressieger Thorsten Siegel aus Tettnang, die letzte Chance, den überraschend führenden Schlang noch von der Spitze zu verdrängen. Beim Massenstart versuchten die 143 Starter, möglichst schnell in die Luft zu kommen. Für manchen Hobbyflieger schon das ein Problem. Mit Hilfe von Wind und Thermik müssen die Teilnehmer Höhe gewinnen und eine vorgegebene Strecke fliegen, bevor sie das Ziel in Oppenau ansteuern. Dorthin schafften es heute nur 4 Piloten, darunter auch Thorsten Siegel. Mit der Titelverteidigung wurde es trotzdem nichts. Zwar erreichten 2 Piloten das Ziel, doch weil alle einen Kontrollpunkt ausgelassen hatten, sammelten weder Siegel noch seine Kollegen genügend Punkte, um das Klassement noch zu drehen. Das Pech der Favoriten, das Glück von Stefan Schlang. Der Hobbypilot feiert völlig überraschend seinen ersten Sieg bei einem Großereignis. Ich fliege zwar in der Liga, aber ich bin nicht in der Nationalmannschaft und ich weiß, dass hier verdammt gute Jungs dabei sind. Und verdammt gutes Gefühl, mal die hinter sich zu lassen. Für die Profis bleibt nur die Hoffnung, dass das Wetter im nächsten Jahr besser wird. Und bis dahin, einen schönen Abend hier im Dritten. Tschüss. Tschüss.